Bilder werden ja oft für einen ganz speziellen Zweck gemacht. Vielleicht möchtest du ein Bild oder mehrere Bilder im Internet veröffentlichen, in einer Webgalerie oder auf Facebook, oder ein Bild in eine Word-Datei einbinden oder ganz einfach ausdrucken. Ich möchte dir in dieser Lektion verschiedene Möglichkeiten zeigen, mit denen du Bilder aus Picasa heraus weiterverwenden kannst. Zunächst einmal die Exportfunktion. Für den schulischen Zweck ist das wahrscheinlich diejenigen, die du am häufigsten brauchst. Nehmen wir an, du möchtest ein Bild für eine PowerPoint-Präsentation nutzen. So macht es wenig Sinn, wenn du das Originalbild von der Kamera nimmst. Heutige Kameras produzieren eigentlich viel zu große Bilder, die entsprechend enorm viel Speicherplatz benötigen. Meist reicht es, wenn sie eine Größe von vielleicht 1024, das ist so die übliche Beamer-Auflösung, in der Breite haben. Ja, du wählst eines oder mehrere Bilder, mehrere mit der gedrückten Kontrolltaste aus und klickst anschließend auf das Symbol Exportieren. Du wählst hier den Speicherort, beispielsweise den Desktop, okay. Und als Name für den exportierenden Ordner wählst du zum Beispiel Test in diesem Beispiel. Du könntest hier also die Originalgröße verwenden, dann wären sie eben viel zu groß. Oder die Größe ändern in 800 Pixel. Das reicht vielleicht für eine Webgalerie, für PowerPoint ist es dann doch eher zu klein. 1024 wäre jetzt ideal für PowerPoint, wenn nicht nachträglich noch zugeschnitten werden soll. Falls du auf Nummer sicher gehen willst, ist 1600 ideal. Das ist eigentlich auch die Größe, die immer noch sehr gut reicht, um ein Bild in guter Qualität auf Postkartenformat zu vergrößern, beispielsweise bei einem Fotodienstleister wie iFlor. Die Bildqualität normal reicht normalerweise, vor allem fürs Internet. Für gute Qualität eben bei Ausdrucken wäre Maximum sicher idealer, aber du kannst das auch in stufenloser Einstellung hier in einer Skala von 1 bis 100 angeben. 85 ist schon sehr gute Qualität. Das lasse ich mal. Das Wasserzeichen, das können wir uns sparen. Das ist ein Text, der in das Bild hineinkopiert wird, damit es eben nicht kopiert werden kann. Und dann klickst du auf Exportieren. Und du siehst, es ist nun auf dem Desktop ein Ordner-Test mit diesen vier Bildern drin, die nun wesentlich weniger Speicherplatz brauchen und qualitativ immer noch mehr als genügend sind. Nun, wenn du ein Picasa-Account hast, Picasa ist auch das Webalbum von Google, so kannst du mit einem Mausklick die Bilder in deine Webgalerie hochladen. Es gibt auch einen Uploader für Facebook. Wenn du in Google nach Picasa und Facebook suchst, so kommt an oberster Stelle dieser Picasa Uploader, den man installieren kann. Und hier füge ich ihn dazu, sage OK und hier hast du nun dieses Symbol, mit dem du mit einem Mausklick diese Bilder auch in Facebook hochladen kannst. Natürlich musst du dann noch deine Benutzerdaten angeben, das spare ich mir jetzt. Upload abbrechen. Dann haben wir noch den Druck natürlich. Ein Bild auswählen, drucken und da hast du verschiedene Vorlagen. Du kannst das Bild ganzseitig ausdrucken. Selbstverständlich musst du dann noch den entsprechenden Drucker und das Papierformat einstellen. Also beispielsweise, wenn du dann eben nicht A4, sondern 10x15, das wäre eben Postkartenformat, verwenden willst, musst du das in diesem Druckdialog anpassen. Genauso hast du die Möglichkeit, noch Rahmen und so weiter
um das Bild herumzulegen. Da gibt es viele gestalterische Möglichkeiten, auf die ich jetzt aber nicht näher eingehen möchte. Und zu guter Letzt noch, selbstverständlich muss nicht jedes Bild gedruckt werden, sondern oft werden sie direkt am Bildschirm oder über einen Beamer präsentiert. Du kannst die Bilder auswählen, wenn sie schon in der richtigen Reihenfolge sind, sonst musst du allenfalls die Reihenfolge noch ändern. Du wählst also die Bilder mit der gedrückten Umschalttaste aus, die du zeigen möchtest, und klickst hier auf Play. Und sofort startet die Diashow, die du auch manuell steuern kannst über die Pfeiltaste. Ja, so einfach ist diese Geschichte. Du siehst, du hast doch sehr schöne Möglichkeiten, mit Fotos kreativ zu arbeiten. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß bei der Arbeit mit Picasa.